Wenn ich mich in den Spiegel gucke, morgens, wenn ich aufstehe, was für ein Gefühl. Das ist ein Scheißgefühl. Weil ich gucke mich in den Spiegel, dann gucke ich mich selber an und sage, was habe ich gemacht? Wieso habe ich den Fehler gemacht, an Drogen zu gehen? Weil ich hatte mit Drogen nie was zu tun, aber bin ich drauf gekommen. Ja, ich schäme mich. Weil ein Junkie zu sein, ja, wir haben Stolz. Aber in einer Seite ist auch, ja, ich schäme mich auch zu sagen, ich bin heroinsüchtig. Und die Leute denken sofort, Junkie, sofort Dieb, sofort Verbrecher, wo wir nicht alle gleich sind. Ja, ich schon schwere Gewissen, so ein Gewissenszwang, wie soll ich weiterleben? Ist das, soll ich weiterleben, soll ich sterben? Ja, ist scheiße. Manchmal setze ich mich in die Tiefgarage und ich weine, weil ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Mein Leben ist ja kaputt. Erst mit Krankheit, dann kein Geld, dann musst du gucken. Wenn ich mit Leuten rede und die wissen, ich habe mit Drogen zu tun, die gucken dich nicht mal an, die ignorieren dich. Oder die setzen mich auf die Straße und ich bettel. Die Leute denken sofort, asozial, die arbeiten, die spucken oder die schimpfen mit dir. Nur weil du 1 Euro gefragt hast, ja, in den Spiegel zu gucken, das tut weh. Das tut richtig in die Seele weh. Das ist erklären ist das schwer, dieses Gefühl zu haben. Ein Mensch muss es selber erleben, dieses Gefühl zu verstehen, was das bedeutet. Ein Mensch zu sein und kein Tier.